Herr Bürgermeister, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich warne davor, Themen mit immer weiteren oder Gesprächsebenen mit immer weiteren Themenfeldern zu überfrachten und am Ende kommt nichts dabei heraus. Der Bürgermeister hat eben hier im Grunde genommen Folgendes ausgeführt. Wenn es überhaupt zusätzliche Wohnbebauung in Umlandgemeinden geben kann, damit Bedarfe, die wir in Jena haben, die wir aber hier nicht decken können, dort gedeckt werden, bedarf es dieser KAG zwingend, damit auch diese konzeptionelle Grundlage als Begründung für einen Flächennutzungsplan gegenüber dem Landesverwaltungsamt und anderen Landesbehörden gibt. Und in einer solchen Situation auf Gemeinden zuzugehen, andere Themen reinzupacken, es a komplexer zu machen oder gegebenenfalls, und das ist das, was ich an der Stelle mich befürchte, das Gesprächsklima zu versauen. Also Sie haben ja Themen angedeutet, die ja wirklich Gesprächsklima versauend sein können. Dann ist das fahrlässig. Wir sollten auf die Kommunen zugehen und um den eigentlichen Zweck das als allererstes voranstellen. Die wollen bauen. Wir sind darauf angewiesen, dass sie bauen, also müssen wir diese beiden Bedarfe in Übereinstimmung bringen, das als formelle Grundlage haben, damit wir an dieser Stelle einen Schritt weiterkommen. Und das finde ich nicht ganz redlich, dann daherzukommen und irgendein anderes Thema zu nehmen und dann dort hineinzupacken. Ich denke, wir sollten die KAG laufen lassen für den Zweck, für den wir sie heute hier auch gründen. Das kostet alles sowieso noch unheimlich viel Zeit und da sollten wir solche Moves besser unterlassen. Dankeschön.